Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolfenstein. Ja, hier geht's rund. Oh. Ist da hier irgendwo gerade die Tür aufgegangen? Nö, zugegangen? Oh ja, was ist das hier? Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie? Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Nein, was hast du getan? Kann man das noch essen? Wenn das ein Fokuhund ist, der mutiert? Oh mein Gott, eine harte Socke hier. In der Kommandozentrale gibt es einen Computer mit einer Verschlüsselungsentschlüsselung. Was ist das? Warum ist das so gelb hier? Oh, ein Messer. Kannst du gleich nochmal nachlegen, ne? Limit erreicht. Okay, hier geht's auch noch rein, oder was? Nee, weiter geht's. Nein. Oh. Oh, ein Schuss und der ist weg, oder was? Geil, der Laser gefällt mir. Ja, der Alarm ist mir sowas von blunzen. Läuft bei uns, würde ich sagen. Bumm. Ja, die geben wenigstens jetzt gute Munition ab, ne? Weg mit dir. Alter, wie viel hält der aus hier? Okay. Okay. So, noch einer. Wer will noch, wer hat noch nicht? Okay, sieht gut aus. So, jetzt muss ich meine Waffe wieder irgendwo aufladen. Ah, kommt wie gerufen. Jawohl. Ah, da unten. Bumm. Alter, der heilt das. Aber die zerholzt ordentlich, ne? Hey, das macht Laune hier. So. Oh, ich bin fast am Verrecken hier, ne? Das heißt, wieder etwas aufpassen. Ja, lad mal nach hier. So, Leben. Braucht man natürlich jetzt auch wieder. Zum Glück liegt hier so viel herum, ne? Oh, ich glaube, den nehmen wir auch mit. Na komm. Jawohl. Und wohin? Wohin? Na, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen in den Lift. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich nehme mal an. Ja, schön.
Und? Drück den Knopf. Na, wo fahren wir hin? Wie weit geht's da? Okay. Sieht aus, als würden wir demnächst so richtig eine Schelle kassieren. So. Alter, die haben ja Foko-Foko-Hunde. So, laufen wir mal eine schöne Ehrenrunde hier. Na, wo schießt ihr denn bitte? Na, wo se... Na, er hielt auch ziemlich gut aus, ne? Also einstecken können sie ohne Scheiß. Und laden. Jawohl. Wohin nun? Wohin nun? Die Qual der Wahl. Alter, ich habe wirklich keinen Plan, was ich jetzt tun soll. Da unten glänzt was Schönes. Okay. Rüstung. Na gut. Ich schätze mal, dass wir nach oben müssen, aber ich bin mir nicht sicher. So ein Zeichen wäre natürlich wieder was Schönes hier. So, von hier sind wir gekommen. Nehmen wir mit. Hätten wir ehrlich gesagt zuerst gebraucht, ne? So, ich glaube, dass bald der Endbosskampf... was ist denn das für ein Wort? Der Bosskampf bevorsteht. So, was tue ich hier? Was tue ich hier? Okay. Muss ich auf das schießen, oder was? Wir probieren es einfach mal. Nö. Nö. Ja. Jetzt wird's tricky. Was jetzt tun hier? Alter, was jetzt tun hier? Alter, was jetzt tun hier? Hey, ohne Scheiß, das macht keinen Spaß. Ah, ja, hier geht's weiter. So ein Witz. Jawohl. Ja, das müssen sie mir doch irgendwie anzeigen. Oh mein Gott, die sehen ziemlich stark aus, die Supersoldaten. Oh je. Die haben sicher dicke Eier. Eier aus Stahl. Haha. Okay, komme ich da jetzt irgendwo rein? Nö. Oh, ich höre schon irgendwie einen ausbrechen hier, ne? Und wir wissen wieder nicht, wo weiter. Na komm. Okay. Ja, sieht gut aus hier, ne? Ich muss einen Entschlüsselungscode finden und dann weg von diesem öden Ort. Ja, zum Alarmrufen seid ihr jetzt nicht gekommen, ne? Aber ich glaube, dass bald wieder so ein Mutant kommt, ne? Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscode aus. Wir haben es geschafft, Lefkowitz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Westen. Fokohund.
Waffe leer, Waffe leer, Fokohund, Waffe leer. Fokohund? Fokohund? Waffe leer. Ich will aufladen. Jawohl. Hey, das nervt aber schon irgendwie, ne? Das ganze Zeit die Waffe aufladen hier. Dann wird die auch nicht besser, ne? Also die bleibt ja immer gleich schwach, kann man sagen. Also sie ist eigentlich eh gut. Aber mit der minimalen... Oh. Vielleicht bekommen wir jetzt eine Verbesserung. Nö. Ah, okay. Ja, wenn es nicht oben geht, dann geht's unten. Sagt das aber bitte nicht eurer Freundin, ne? So, hier geht's nicht lang. Hey, ich hasse das immer, das Dücken und Aufringen, Dücken, Aufrichten, Dücken. So. Jawohl, subtil. Leise wie eine Maus. Hohoho. Der hat's zerwurmt. Ohne Spaß. Alter Verwalter. So, jetzt muss ich hier höchstwahrscheinlich durch. Ja, ja, der Künstler Memento zeigt wieder, was er kann. Ups, ist er. Ja, ja, Sicherheitsverstoß. Ja, ich dachte eigentlich, wir kommen schon irgendwie zum Endboss, aber das hat anscheinend noch seine Zeit, ne? So, auf die richtige Waffe. Wer? Na, wo ist er? Jawohl. Ja, aber dafür müssen wir bei der Waffe eigentlich nicht nachladen, ne? Also jetzt unterm Schießen, meine ich. So müssen wir schon nachladen. Sogar nicht so wenig. So, hier geht's als nächstes durch. Mal schauen, ich will nichts übersehen oder so. Na? Jawohl. Sicherheitsverstoß Stufe Alpha. Ja, mich juckt's nicht. Höchstwahrscheinlich euch auch nicht. Wir rocken hier jetzt die Bude. Oh, das tat weh. Einen neuen Haarschnitt hat er bekommen von uns. Okay. Und dann hat's Boom gemacht. Ja, das schreckt mich irgendwie. Der hätte liegen müssen. Ja, ist uns egal. Boom. Und genießen. Wir genießen die Fahrt. Genießen die Aussicht. Und die Musik. Oh, was kommt hier raus? Ja, scheiße. Oh, oh, oh. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ah, okay. Da dürfte jetzt aber keine Luft drinnen sein, oder? Täusche ich mich? Nö, dürfte keine Luft sein. Ja, ist ja nur ein Spiel, ne? Okay, jetzt trifft uns das mit der Atemluft wieder. Aber, YOLO, wir sind schon da. Laufen zurück hier. Zuerst mal die Waffe aufladen. Ja, komm, gib mir deinen Saft. Bitte nicht falsch verstehen. Oder pervers denken, ne? Er darf nicht nach oben kommen. Er ist schon oben angekommen.
So. Tausendmal berührt. Oh. Hey, ihr seht, ich benutze keinen Aimbot oder so, ne? Ah, cool. Und aufladen. Vielleicht braucht unsere dicke Betsy hier auch eine Ladung. Jawohl. Ja, schade, dass die nicht öfters schießen kann, ne? Echt schade. So, lasst mich raus, ohne Scan sogar. Jawohl, jawohl, jawohl. Aufladen wieder. Hey, ich hasse diese Waffe, ohne Scheiß. Sie macht zwar einen ordentlichen Rums, aber irgendwie das Nachladen hier an die Batterien, das nervt schon irgendwie, ne? Ich will da rein. Oh. Na komm. Der schießt zum Glück gegen die Kiste, ne? Oh. Haben wir es geschafft? Sieht so aus. Wir sind zumindest drinnen. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Oh! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe tausend Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Oh ja, die Frage ist, wie lang? Und dies solltet ihr euch auch fragen. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Also seid gespannt. Und freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.